Ich denke mal zumindest, das wird einer von den Verfolgern sein. Boah, ist der verrückt. Junge, Junge, jetzt habe ich mich aber gerade ein bisschen erschrocken, ey, dass der auf einmal so schnell auf mich zugerast kam. Nö, ich glaube, momentan werden wir nicht verfolgt. Wahrscheinlich gleich wieder. Na doch, guck mal, da sind sie. Aber die sind viel zu... Hallo. Also echt immer diese Raudis, die einen ausbremsen, ja. Unglaublich, unverschämt. Ja. So, da bin ich. Hello. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfai Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! I'm back to Chinatown. Gut, er kann... Wie sind die Autos hier verschwunden? Wie kann das sein, dass dieser Sportwagen hier rausgefahren ist? Und ich habe es nicht bemerkt. Und ihr hört erstmal lieber auf zu hupen. Schaut nämlich jetzt schlechte Laune, weil das Auto weg ist, meine Freunde. So geht das nicht. So, dann klicke ich mal kurz die Karte an. Die andere, also die, die wir sonst ja noch nehmen könnten, wäre sie. Aber das wäre jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, also ein Tick zu weit weg, ne? Ein Tick zu weit. Hier kommen wir später hin, nach Nevada, sozusagen Nevada. Hier gibt's auch Casinos und sowas. Hier gibt's, glaube ich, auch eine geile Mission, die ich sehr lustig fand oder immer noch finde. Ja gut, was soll ich jetzt groß tun? Wir fahren zurück. Zum... Nee, warte mal. Speichern kann ich im Grunde hier und ich habe auch gesehen. War das... Okay, das muss ich gleich mal gucken. Hat nämlich auch einer geschrieben. Ah, das ist schon eine Weile her, aber ich habe ja auch gut im Voraus was aufgenommen. Hinterm Wohnwagen, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob das hier war oder ob das wahrscheinlich war, das eher hier, aber ich gucke hier trotzdem mal nach. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas, da ist eine Waffe. Hinterm Wohnwagen, und deswegen kommen wir mal gucken. Kann man ja mal ganz unverbindlich nachschauen. Vielleicht finden wir da was. Wenn ja, ist super. Wenn nein, ist auch nicht schlimm, weil speichern will ich ja sowieso. Oh, oh. So. Ey, mit dem Auto auf zwei Reifen fahren muss man auch erstmal nachmachen. Nee, doch, warte mal, das war so. Hinter dem Wohnwagen. Hier hinter mein. Nee. Doch. Wohl nicht, ne? Egal. Ich speichere jetzt nochmal kurz, damit hier, falls was abstürzt, mir das nicht so verloren geht. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Jetzt können wir weiterfahren. Allerdings muss ich die Karte kurz öffnen, ganz kurz gucken. Wo muss ich denn dann hin? Erstmal nach oben. Ich will jetzt auch eigentlich ungern mit denen die ganze Zeit cruisen. Aber gut, was soll ich machen, wa? Ich fahre mal da hinten irgendwo durch die Stadt durch und dann da raus. Dann bin ich nämlich schon so gut wie auf der richtigen Street. So. Na gut. Dann... Schnauze! Kann ich allein, steht dieses Auto da. Was hat es für eine Geschichte? Interessiert mich nicht. Ein Trecker. Was ist eigentlich mit unserem Freund Mr. Truth? Ah, nee, Mr. Truth ist ein anderer. Oder? Doch. Nein? Ja. Nö. Könnte sein, ich weiß es nicht. Hier mit unserem alten Hippie-Opa. Geil, das ist die... Das interessiert die Bullen irgendwie überhaupt nicht, weil ich jetzt jemanden umfahre, einfach vom Motorradschubse getackelt habe. Ist egal. Aber wehe. Wehe. Ich fahre jemanden um, dann ist hier aber... So, ich hätte jetzt auch noch weiterfahren... Ach, verdammt. Na, egal.
Das spielt ja auch keine Rolle. Dann nehme ich jetzt hier die nächste Ausfahrt und dann bin ich auch da, wo ich hin will. Fahren wir hier lang, zack. Da komme ich wieder rauf, dann fahren wir hier lang und dann bin ich schon wieder in San Fierro. So, das geht für mich jetzt schneller, einfach hier rumzufahren. Den Baum einfach mal kurz, der war krank. Also der war kaputt, also da musste was geschehen. Der hatte das Baumfieber, das hätte alle anderen Bäume auch angesteckt. Und die Katastrophe wollt ihr euch nicht vorstellen. So, gespeichert habe ich. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Knete verdienen. Damit ich, das war knapp, mir mehr Immobilien kaufen kann. More Immobilien. Das war falsch, das Wort, aber ist egal. So. Jo, da bin ich wieder. Woozy. Amphibious Assault. Ach, geil, wir zocken. I need something taken care of. What? Hey, man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! How you do that? Weiß ich auch nicht. Lol. Du brauchst mehr Tauchpass, bevor du... Ach so. Oh nein, wie mache ich eine Tauchpraxis? Muss ich dafür jetzt tauchen? Muss ich da, was soll ich jetzt dafür tun? Oh, komm schon, zieh dich hoch. Gut, ich würde mal sagen, wir werden jetzt einfach, es tut mir ja total leid, einfach mal kurz zum Wasser fahren. Und ab in die Fluten, oder wie? Weil, anders, ja. Voll dumm. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht. Hallo, ich bin aus dem Auto raus. Wie viel schwimmen? Was meinen die denn mit schwimmen? Ich kann doch schwimmen hier. Like a Weltmeister. Tauchen kann ich hier sowieso nicht. Ich kann. Guck mal, hui! Da, 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 da. Tap, 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 tap. Da, 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 da. Tap, tap, da, da. Ich finde das super. Ich schwimme wie ein Fisch im Meer. Mein Lungenvolumen ist halt scheiße. Wie kann ich denn das trainieren? Ah. Ah, nice. Wir können auch tauchen, stimmt. So, wieder hoch. Los, und sind wir tot? Hallo. So. Ist das schon verbessert? Nein. Okay, jetzt muss ich ihn, ja, tauchen. Wow. Wie viel, wie lang und wie oft? Wir tauchen einfach im Meer herum. Oh, guck mal, lass unser Auto. Wir können ja mal zum Auto tauchen, wenn wir das schaffen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich bin noch gar nicht gedacht. Oh, guck mal, Fische. Oh, verdammt. Oh, verdammt, das könnte jetzt eng werden. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Oh, wir fahren den Leben. Das ist nicht cool. Würdest du hochgehen? Junge, ey. Verrückt, Mann. Das Wungenvolumen wird gar nicht mehr. Das Lungenvolumen, das... Guck mal, eine Schildkröte. Hm.
La 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 la. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt wie oft muss ich denn tauchen? Reicht das einmal und dann ist gut? Was es hier nicht alles gibt für Viecher. Oh, guck mal, da sind einfach welche gerade aus einer Höhle gekommen. Sie trauen sich in die freie Wildbahn. So, ich will jetzt einfach hier unten ein bisschen stehen. Aber wir gehen ja auf. Wir gehen auf. Wir gehen ja dann nach oben, das ist doof. Ja, wie Muskeln. Oh, geh hoch. Oh, schnell, 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 schnell. Das war knapp. So, einmal kurz verbessert, okay, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, komm, ich mach das noch einmal, dass sich das nochmal verbessert. Und dann gehen wir nochmal zu Wusi. Vielleicht reicht das ja schon. Mehr schwimmen tue ich ja nicht. Ach ja. Ein bisschen kurz hier. Oh, guck mal, da sind Quallen. Töten die uns, wenn wir zu denen schwimmen? Wir werden jetzt einfach so tun. Wir machen jetzt Mimese. Und wir tun so, als ob wir eine Qualle wären. Wir gleiten einfach nur hier so, ne? Bei uns hin. Alles ist gut. So, tauchen. Nummer 3. Ich glaube, nee, das dritte. Nee, das ist das vierte Mal tauchen, ne? Ich würde auch gerne relativ nah an der Oberfläche bleiben, damit ich schnell wieder nach oben komme. Aber natürlich auch nicht zu nah, verdammt. Da war ich wieder oben. Vielleicht reicht es auch einmal schon, ich weiß das nicht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe es jetzt einmal gemacht, wahrscheinlich wird das nicht reichen, das wäre jetzt ein bisschen komisch. Ach komm, wir machen noch ein bisschen. Wir sind ja gerade hier schön am Wasser, dann kann man ja mal ein bisschen, ne? Hui! Dum, da-da-dum, 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 dum, da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum. Jetzt muss ich wieder hoch. Das dauert lange, 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 bis ich oben bin. Schneller, bitte! Schneller, so. Lass mich nämlich ein bisschen zu riskant, dann bin ich nämlich tot sonst. Also so viel Leben habe ich auch nicht mehr, nur noch die Hälfte. Wäre nicht so schön, wenn ich sterben würde. Da wird die schöne Sonnenbrille aber ganz nass. Ah, so, mal gucken. Ich weiß auch nicht, ja, wie gesagt, wie viel besseres Lungenvolumen ich brauche. Hoch, hoch, hoch. Mir wird eh immer angezeigt, wenn was passiert. Hat sich ja schon wieder verändert? Nein. Oder doch? Nein. Oder doch? Nein. So, dann nochmal tauchen. Ich hoffe, jetzt verbessert sich das nochmal. Und mir persönlich soll es dann damit auch erstmal genügen. Ich hoffe, Wusi genügt das auch. Dann können wir ein bisschen besser schwimmen. Fett ist weg, wow. Das ist jetzt awesome. Juhu, mein Volumen ist wieder besser geworden. Ah, I'm totally begeistert. Ich könnte mir vorstellen, das hat etwas mit Tauchen zu tun, diese ganze Mission. Es wäre durchaus möglich und dafür wäre ein hohes Warum will ich immer Wungenvolumen sagen? Ein hohes Lungenvolumen wäre da wahrscheinlich zuträglich, könnte man sagen. Wobei, wenn wir jetzt länger anhalten können, dann könnte ich es jetzt nochmal probieren, oder? Ein bisschen länger unten bleiben, ein bisschen mehr erforschen. Das ganze Ding hier. Also irgendwie kommt mir das gar nicht so vor, als ob das länger geht. Um ehrlich zu sein. So, zack, 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 zack. Okay, jetzt gehe ich mal wieder hoch. Zack. Tja, wie gesagt. Wie lang und wie viel? Ich habe keine Ahnung.
Ach komm, das reicht mir jetzt. Kein Bock mehr hier auf den Scheiß. Wenn es nicht reicht, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich nochmal herkommen. Allerdings mache ich das dann, glaube ich, im Schnelldurchlauf, weil... Stopp. Stopp. Irgendjemand, halt. Ja, so sieht's nämlich aus. Du kannst den anderes nehmen. Hier gibt es noch ganz viele, die genauso ausschauen. Hui. Ja. Yeah. Nice. Das war extrem episch. So einen Sprung muss man erstmal hinkriegen, ey. Genau so. Dass ich bei der Landung gegen die Wand knalle. Geil. Boah, ey. Verrückter Mongo. Okay, dann wollen wir mal versuchen, hier rein zu... Also jetzt mal gucken, ob wir es jetzt bekommen. Hä? Check. Mach dich auf zu den Darks. Okay, jetzt klappt's, wo ich jetzt mal laufen lassen soll, weil dann wäre das vielleicht ein bisschen anders gekommen. Ja, mal ein bisschen was an... Was wollt ihr denn? Hilfe! Hilfe! Gut, zwei reichen. Jetzt habe ich natürlich das ganze Gespräch nicht drauf, aber ganz ehrlich, ist egal. Jetzt hat er natürlich gesagt, nein, also nicht nein kann ich nicht, sondern ja, natürlich, ich bin der beste Taucher of the world, Motherfucker. Und Wusi hatte gesagt, super, toll. Richtig Töfte. Genau so wäre das gelaufen und dann hätte CJ gesagt, was soll ich für dich tun? Und Wusi, das, du musst zu den Docks. Und dann hätten wir gesagt, alles klar und wären schon losgebraust. Genau so wäre das Gespräch gewesen. Ich glaube, genau, ja, original 1 zu 1. So. Aua. Das Boot, auf dem du die Wanze platzieren sollst, ankert draußen auf See. Du musst hinschwimmen, doch auf der Strecke patrouillieren Mitglieder der Da Nang Boys. Oh mein Gott. Hui! Oh, mit Zeitlupensprung. Boah, was der das drauf hat, ey. Swimming time! Achso, wir werden da auch hingeführt, okay. Wall ist klar, Wall ist klar. Die Strecke vor dir ist blockiert, doch es gibt einen Unterwassertunnel. Du musst tauchen und hindurchschwimmen, alles klärchen. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt. Ganz ehrlich. La 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 la. Hol dir das Messer. Okay. Ich hatte. Na komm, scheiß drauf. Ich soll mir ein Messer holen, dann hole ich mir ein Messer. Warum hier auch immer ein Messer liegt, ich weiß es nicht, aber ich hol's mir. Aber ich denke mal doch, für die Mission müsste das reichen. Ich glaube, ich habe immer nur das Nötigste getan. Weil tauchen gehe ich sonst nicht. Also ich gucke mir hier die Unterwasserwelt nicht unbedingt an. Weil ist jetzt auch nicht so atemberaubend. Ein paar Fische, ein paar Schildkröten, die haben im Grunde schon alles gesehen. Und das war's. Die Haut über das Wasser wird von zwei Patrouillenbooten bewacht. Wenn sie dich bemerken, tauch unter, damit sie nicht mehr irgendwas schwimmen. Nicht vor der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Na klar doch. Das sind... Wollt ihr mich verarschen? Hey, someone in the water. Someone in the water? Oh my God. Nah, I must be tripping. Oh yeah, I think so, I think so. Denn ich habe irgendwas gesagt von, oh, da sind nur zwei. Shit, did you see that? Must have been one of those seals. Okay, so sehen die mich nicht. Okay, interessant. Jetzt muss ich ja erstmal gucken, wie komme ich denn hier jetzt nochmal an dem Boot. Muss ich vorbei irgendwie? Okay, das fährt gerade weg. Irgendwie muss ich aber auf den Tanker auch kommen, ne? Oh yeah. So. Hello? Wo komme ich denn hier an, auf den Tanker? Ich glaube, da hinten irgendwo. Could that be?
Wenigstens kann ich oben am auf also über der Wasseroberfläche einfach nur stehen. Wenn ein Kegel der Suchscheinwerfer trifft, dann... Oh, scheiße. Das ist uncool. Okay, das ist aber gut zu wissen.